So, und da sind wir wieder. Ich bin diesmal weiter am Plündern und der lieber Ragnar, der ist in der Base was Schönes am Bauen. So. Genau. Ich bin aber schon mal dabei, mal ein bisschen zu plündern. Oh, 2 Sterne-Skelett. Ach du Kacke. Was plünderst du? Ohne Raptor. mich? Ohne Ja, mich? du. Aua, Alter! Ja, das ist die Strafe dafür. Alter, 2 Sterne-Skelett einfach hat mich so einen halben Leben gekostet, Alter. Ja, nee, ist klar. Dagegen will ich mir noch Material für den Schmelzofen holen oder hast du schon alles aufgebraucht? Nee, die kosten 5. Also, kann ich mir holen oder? Ich meine, du bist ja eh gerade in Grabkammer Ich oder weiß so. auch nicht mal, es kann sein, ich kann 4 holen oder es kann sein, ich kann nichts holen. Die Grabkammer sind unterschiedlich groß. Darf ich mir denn noch 5 Stück draufnehmen oder? Kannst du ruhig machen. Okay. So. Ui. Ich bin gleich schon hässlich besucht schon. So. Skelett, zack. Alles mitnehmen, was geht. Eine Tür, okay. Eieieiei. Hallo, wer zu Hause? Huch! Bogenschützer noch. Nicht mit mir, zack, zack. Oh, Spawner. Wenn ihr Spawner sieht, immer sofort wegkloppen. Weil, er geht ja noch tiefer. Hier so Pilze mitnehmen, Pilze immer mitnehmen. Okay, hier ist nichts. Geht echt tiefer, oh, es geht echt tiefer. Okay. Das war alles? Bäh. Was für ein Leben. Grabkammer ist ja übelst klein. So, hallo, hallo. Oh, okay, hier geht's weiter. Okay. Zack. Also die Grabkammer ist. Ich wurde gleich richtig hässlich besucht. Boah. Nicht mit mir. Zack. Ach du Kack, noch ein Spawner. Gleich 4 Stück. Gleich 5. Nice. Alles mitnehmen, was geht. Hier. Nee, brauche ich nicht. Gleich 12 Stück. Nice. Das hat sich richtig gelohnt. Das war schon bessere Ausbeute. Also bei der einen Grabkammer haben wir ja schon in den Ort schon für den Dungeon auch schon gefunden. Also es war nicht groß, aber war schon ganz gut. Und kann ich wieder raus. Nice. Ja, die restlichen Crepe-Dinger brauche ich nicht mitnehmen. Das ist Müll. So, Karte. Jo. Nein. Zurück. G, markieren. X. So. Dann gehe ich mal schon in die nächste rein. Die nächste ist gleich hier gegenüber. War auch ein bisschen zufällig. Und da daneben ist auch gleich ein Kupfervorkommen. Aber direkt gleich am Berg. Auch nicht schlecht. So. So. Genau. Also hier sind leider die Grabkammern alle unterschiedlich. Hier sind welche überirdisch, wenn welche hier tief. Also sehr so. Leute, ich will gleich hier Eingangsbereich gleich begrüßt.
Alter Schwede. Boing. Richtig gleich begrüßt. Na, was geht? Oha. Okay, anscheinend ist die Krabkammer auch ziemlich so groß. Aber. Okay, hier muss wahrscheinlich ein Spawner sein. Nee, ist keiner, okay. Hallo? Oh. Alter! Der ist anscheinend ein bisschen größer. Hier ist keiner, okay. Also, okay, die kann man schon mal ganz gut. Gib her. Alles mitnehmen. Also, was ich brauche, ist eine Fackel. Ist ja fast kaum hier drin. Eieieiei. Ah, nee. Also, davon kriegen wir eh reichlich. So, dann wir sind auch hier raus. Und Skelettschild, auch nicht schlecht. Alter. Okay, hier ist gar nichts, auch nicht schlecht. Oh. Pilze, nice. Okay, ich komme hier lang. Hallo, bitte. Nö. Aber Pilze. Oder eine Truhe. So viel Kram brauche ich auch ja nicht. So. Nächste Tür. Oh, gleich das nächste Teil. Geil. Lohnt sich ja richtig. Alter, ich habe 20 Stück. Huch. Ich will hier wieder mal begrüßt. Also Pilze brauche ich auch fast auch kaum noch. Okay. Jupp. Oh, das ist fies. Oh. Das war richtig fies. Sich dahinter versteckt. Also wenn hier so zu viele drin sind, muss hier was geben. Boing, boing. Hier geht mir Nüsse. Zack. Also Pilze brauche ich auch nicht mehr. Ich habe, was, wir haben sie schon. Daheim habe ich schon so viel. Hier ist ja gar nichts. Okay, das ist wieder Beschiss. Richtig Beschiss. Hier ist auch nichts. Das war's? Hier ist nichts mehr drin? Eigentlich ein bisschen was mehr erwartet, aber. Endlich kann ich hier die ganzen Steine wegkloppen, die hier mir den ganzen Weg versperren, hier mein Bauplatz. Okay. Ja, ich bin mit dem Dungeon auch schon fertig. So. Wenn du so nett bist, könntest du mir ein bisschen Holz mitbringen, wenn du noch Platz hast. Ganz normale Holz. Bei mir in der Base ist bei mir in der Basis sind noch was. Und der nächste Dungeon ist da unten an der Küste. Also danach bin ich mit meinen Taschen voll und ich denke mal, das würde erstmal am Anfang reichen.
Na genau, verzieh dich lieber, Misty. So. Manchmal merken die Gegner es, auch wenn es besser für sie wäre, lieber abzuhauen. So, hier okay, war hier okay. so ein Gnome, so ein Rauling. Okay. Mit einmal einen Schlag mit dem Hammer abgekriegt, hat mit ein paar HP überlebt und ist abgehauen. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Direkt abgetötet. Boah, ich werde schon wieder in den Eingang besucht. Aua! Gleich ein Fackel hier gleich. Hallo? Okay, komplette Sackgasse, auch nicht schlecht. Ja, das ist das Problem, Grabkammer sind unterschiedlich. Hier hast du mal große, mal kleine. Das ist leider ein bisschen random. Ist halt ja, ne? Ja. Naja, okay. Auch irgendwie langweilig, ja, immer die gleiche Größe. Ja. Alter, wie viele Türen gibt's hier noch? Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Das ist fies! Das ist richtig fies! Das wird gerade aufs Maul. Ein Sterne-Bogenschütze! Aua. Lol. Das ist richtig gemein. Aua. Ich muss mal ein bisschen HP generieren. Aua. Also ein Stern im Bogenschütze hätte ich nicht erwartet. Also ich hab... Alter, ich hab zwei voll Z-Knochen. Also ich muss möglichst schnell den Spawner zerstören. Oh ja, ich hab wieder einen Punkt von dem Boss. Okay. Okay, ist der gleiche. Bisschen Geld mitnehmen. Perle. Nice. Nee. Was? 20 Stück? Alter. 30, was waren die Pilz? Aber noch nicht 35, okay. Ich mal ein bisschen auf Lehm. Das ist für mich gerade wichtiger. So, ressourcenmäßig bin ich erstmal gesättigt. Erstmal ein paar mehr von den Steinen hier mitnehmen. Du bist ja aus der Ecke hier rausgekrochen. Okay. What the fuck? Lol, es geht hier hoch. Ey, das sieht ja geil aus. Also den Einblick würde dir auch sehr gefallen. Oh. Was? Nur einer? Bäh. Aber sieht cool aus. Tja, ich dachte, hier gibt's eine Tür. Das sieht echt nicht schlecht aus. Richtig cool. Sieht schon nice aus. Benutze ich die Köhlerei. Muss ich Holz auf eine. Muss Holz reinklatschen. Ja, aber wie? Ich muss das ja einfach nur reinschmeißen oder? Ne, muss davor stehen und da steht E. Muss E gedrückt halten. Ja, nö, ist nicht. Jetzt. Das Problem ist immer bei den Krabkammern, darfst du nicht hier drin nicht verlaufen. Das ist der einzige. Achso, Tür. Das ist der einzige Manko. Okay, hier war ich schon und da der nächste Eingang. Lol, ich bin nur jetzt schon überladen. Alter.
Oh. Noch ein Sternevieh. Das ist fies. Aber zum Glück habe ich noch ein bisschen ausgewertet. Wo geht's hier? Hier geht's nicht weiter. Okay. Hier ist eine Tür. Oh. Aua! So, ich nehme lieber die mit. So, die sind wichtiger. So, Glocken kann man hier immer zwischendurch immer holen. Das ist kein Problem. Ey. Hat sich ein Bogenschütze nicht in die Ecke verkrochen? Hier ist eine Tür, okay. Hallo? Ach du Kacke! Ein Magier, ach komm. Noch ein Sternevieh, alter Schwede. Oh, oh, okay. Das hat sich richtig gut. Das hat sich. Oh, ich bin voll. Pilz weg. Reicht nicht. Wie schwer sind die denn? 15. Dann den Knochen weg. Alter, das lohnt sich, hat sich richtig gelohnt. Nice. Okay. Von den Kernen haben wir erstmal reichlich. Okay. Hört sich gut an. Und hier liegen übelst viele Knochen. Bin du mit? Ich bin überladen. Ich kann nichts mehr. So. Okay. Also der Dungeon hat sich schon mal richtig gelohnt. Das Problem ist, ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mehr fertig. Hallo, Alter. What the fuck? Okay, hier ist eine Truhe, okay. Ja, Alter, gibt es denn noch mehr Türen? Geht's weiter? Dann markier den Standort, dann gehen wir nachher nochmal zusammen. Da. Hast du markiert? Ich kann echt nichts mehr mitnehmen. Also, ich glaube, du musst jetzt zum Schluss hier reinlatschen. Komm zurück und dann gehen wir zusammen nochmal hin. Eieiei, ich habe zu viele Kerne jetzt hier rausgeholt. Erstmal den Ausgang wieder rausfinden. Nee, hier war es nicht. Uiuiuiuiuiuiuiui. Krieg jetzt nicht mehr raus. Geht's hier raus? Leute, hier liegt immer noch so ein eher. Liegt noch einer. Ah, Ausgang gefunden. Nice. Eieieiei, okay. Boah, der Dungeon ist aber wirklich sehr groß. Also, die Ausbildung hat mir schon sehr gefallen. Ja, jetzt müssen wir danach auch mal ein bisschen was mitbringen. Naja. Das ist erstmal, wenn ich mit Ressourcen komplett voll bin. Eieieiei. Ja, komm. Das ist hier deine. Ich will wieder heim. Also, der einzige Nachteil: der Weg ist übel zu weit.
Was pingst du denn? Ich hab noch kein Sehen. Achso, okay. So. Da kann ich aber schon mal anfangen, schon mal ein paar Köder schon zu bauen. Das ist schon mal auch schon mal viel wert. Du, 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 du. 20 Minuten, ich würde sagen. Ja, ich baue noch die Kühlerei noch und denke mal, machen wir auch noch mal Schluss. Ich baue mir später mal so ein relativ kleinen Lager erstmal für die ganzen Ressourcen. Weil jetzt kommt wirklich ein Punkt, ich habe wirklich einen absoluten Überschuss. Und wenn man das relativ auf Standard spielt, dann ist ein Grimm, kann man schon alles mitnehmen. Also das ist schon Overkiller schon. Ich habe 44 Kerne. Also das ist schon sehr viel. Ja, der so dezent, ne? Ja, aber davon brauchst du aber relativ viel. Die Karte ist ja riesengroß, ja. Du brauchst immer zu viel auch. Kann ich ja schon mal eins in so ein Set Steine schon mal wegkloppen mal. So. Was? Nicht gerade genug? Ich jetzt? Aber was mit der Schmelze? Auch noch nicht mal. Wie kann ich die Schmelze hinbauen? Ach, das ist der blöde Rabe. Ja, ich weiß, wie Kohle braucht Kohle. No. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Erde immer noch nicht eben ist. Eieieiei. Das geht ja relativ schnell. Du. Eindeutig muss es jetzt eben genug sein. Nee, gar nicht. Nur hier? Ach komm. Nicht so vorstellen, dass es noch nicht hin und vor nicht passt. Ja, das finde ich wieder persönlich so ein Formelarbeit schon wieder. Herstellung. Nö. Ich will die echt nicht bauen. Das ist schon wieder nervig. Hier.
Ah, hier. Also ich möchte wenigstens das noch bauen. Dann würde ich erstmal die Kerne erstmal wegpacken. Einzelt brauche ich mal so. Aber ich muss ja mal gucken, wo ich am besten bauen kann. Okay. Einmal. Muss aber langsam immer halbwegs passen. Das passt. Neues. Ja. Also ich mag es immer, das mal ein bisschen schöner mal. Weil das sieht irgendwie ein bisschen nach irgendwie Hinge-Dingsbums aus. Wie gewollt und nicht gekonnt? Ja. Also das muss ich so mal ein bisschen mal schöner bauen. Ich glaube, wir haben ja also nicht übrig. So, die restlichen Steine packe ich mal in der Truhe. Geld, dann geht es hier. Toolbox ist da. So. Und schon mal. Mal hier rein. So, da fangen wir schon mal an, die ersten Dinger zu bauen. Also mal abzuernten. 100 Stück. Passt. So, Zeit für mal für die ersten coole Dinger. Sind wir schon mal dabei zu machen, das ist schon mal ganz gut. So. Wir schon mal die ersten. Was ist das genau? Wie passen überhaupt da rein? Mal gucken. 10, also das heißt immer 20er Schritten immer. So. Weil so ist einfach etwas besser. Kann sich etwas besser aufteilen. Zack, zack, zack. Dann mache ich mal die Vorbereitung schon mal. So. Mal die Reihe schon mal, dann mal die 20er. Mal etwas. Man hier erste Reihen schon mal haben. Was packen wir hier wieder rein? Oh. Also dann zum dann schon mal. Mal voll, das ist very nice. Auch voll. So, bin ich schon mal dabei, schon mal die ersten Waren zu produzieren.
Also Kohle und Kohle brauchst du mal immer. So, das ist schon mal ein ganz guter Anfang schon mal. Und ich denke mal. Ach, wie ich mache mal ein bisschen Überlänge mal. So, wie, mein nächstes Ziel ist erstmal, hier erstmal ein bisschen jetzt mal Zins zu suchen. Dann brauchen wir erstmal hier mein Bautool wieder. Genau, war hier. Weil Zins brauchen ist das nächste, was wir benötigen. Und Zins bekommen wir höchstens nur bei Flüssen, Seen oder so kleinen Becher nur. Und dazu noch immer schön, da haben wir schon mal die ersten neue Sachen wieder gelernt. Immer Kohle immer voll machen, dass es immer am Laufen ist. Machen wir auch mal hier die nächsten bisschen was rein. Packen schon mal die ersten Barren schon mal eine Seite. Das soll jetzt auch schon mal. Gehe ich mal rüber und hole ich immer schon mal die ersten Materialien für Zint. Ich muss erst mal gucken, wo ich einen Fluss finde. So. Ja, ich habe bis jetzt glaube ich nirgendwo einen Fluss gesehen oder einen Bach. Ich habe kein Wasser mehr. Oh ja, habe ich mehr. So, mal gucken, was wir so finden. Wildschweine will ich ja nicht. Ja. Wollte ich hier um eine Küste, ein Dunkelwald. Ach ja. So, hier drinnen. Gar nichts. Das ist kacke. Wieder ein Kupfer. Hier ist aber relativ viel Kupfer verbuddelt. Das ist aber schon nicht mal normal. Also hier der nördliche Teil sind Kupfervorkommen sehr viel. Aber schon ein bisschen krass. Ich glaube hier finde ich keinen Zint. Muss ich gerade an eine Küste gehen. Also sind habe ich meistens hier unten ein bisschen was gefunden. Glaube ich mal bis an der Küste lang. Weil in Küsten sind ja meistens auch schon wieder einfach. Also das ist der, wo ich bin. So. Mal gucken. Du bist. Ah, da haben wir schon mal die ersten Zint schon mal. Neun Stück aus einem Brocken. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt ist nämlich noch mehr. Das ist schon mal sehr gut. Mauer oder was? So, zack. Seit meinem Tag. Ich bin schon voll. Eieieiei. Ach komm, echt jetzt? Ah, schade. Kein einziger. Okay. Ich bin
immer noch überladen, Alter. Ich kann echt nur ein halbes Set mitnehmen. Will ich das mit noch mitnehmen? Das kann ich noch mitnehmen. Wo steckst du denn? Kann ich. Ach, da oben. Hälfte 18. Also ein ganz cooler, ich kann höchstens ein ganz kleiner Set nur mitnehmen. Das ist leider nicht viel. Aber besser als gar nichts. Also wir müssen mal gucken, wo der. Also ich hoffe der Portal. Ja, könnt ihr rein theoretisch machen. So, den habe ich. Da muss ich weiter. Man bleibt wahrscheinlich ja mehr. Am Anfang ist man nicht übrig. So, da muss ich hin. So. Hoppla. Eieieiei. Ach Leute, hier ist noch Kupfer. Was wir noch übersehen haben. Du, zack. 5 Kupfer, aha. Auch nicht schlecht. So. Wir sind schon fleißig dabei. Das ist schon very nice. So. Oh, das sieht schon mal das sieht ja richtig nice aus. Das ist schon mal richtig nice. So, erstmal alles aufsammeln. Du. So, dann schon mal hier Kohle reinballern. Oh, okay. Hui. Okay, auch nicht. So, haben wir schon mal die ersten Barren und dann können wir schon mal gleich mal. Jetzt sind hier auch mal rein. Bin ich schon mal dabei, was hier schon mal die Werkbacken schon mal zu bauen. Schmiede, da brauche ich Kohle, ja, die ist klar. Ah, okay. Was ist das für eine Köhlerei? Ja, das ist richtig. So. Also die Ecke für das Schmelz muss ich auch noch schöner machen. Jetzt brauche ich noch Stein. Ja, nee, ist klar. So, jetzt habe ich Stein. Ich mache es gerade ein bisschen provisorisch. Jetzt brauche ich Holz. Und hier ist ein Nahrungsmittel. Habe ich immer noch ein bisschen Holz hier rumliegen, noch in den Truhen. Yep. Da brauche ich schon Edelholz. Alles klar. So, jetzt habe ich schon mal die ersten Backen schon mal. Oh.
Nehme ich schon mal die nächste? Da brauche ich Edelholz, ja, die ist klar. Gerade Edelholz gerade auf Lager hätte. Also die Truhen. Wie so eine Sache gerade bei mir. Eieieiei. So. Nur Barren brauche ich ja noch. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ja. Jetzt fing es langsam richtig an. Okay, jetzt machen wir hier. So hilft gut darauf ab. Mache ich nur hier noch was rein. Und hier. Ja, dann wird es gleich mal richtig lustig. Da ist das alles. No. Das ist so schon mal viel so. Mache ich schon mal die ersten Bronzenbarren schon mal. Bäm. Beide. Nice. Nägel. Bessere Sachen. Und den Kartentisch haben wir jetzt. Nice. Und den Kartentisch überhaupt. Da. Edelholz. Okay, Kartentisch brauchen wir schon mal Edelholz. Schon mal gut zu wissen. Der auch wieder brauchen wir. Gesundheit. Oh, danke. Bitte, bitte. Schmiede. Das heißt aber nicht richtig. So, also wir haben schon mal. Also wir haben schon mal die ersten Sachen, was wir schon mal. Und wir können schon mal die ersten Nägel schon mal craften. Das brauchen wir auch noch zusätzlich noch. Bets. Jetzt können wir ein größeres Schiff bauen. Yay! Und wir können jetzt die Objekte aufhängen. Nice. Du meinst, wir können jetzt endlich ein richtiges Schiff bauen und kein Klo? Das ist erst. Ja, wenn du so siehst, ja. Das ist ja also das, was ich jetzt gelernt habe, ist hier der mildere erst. Es gibt noch einen ganz großen. Ja. Nur das erste richtige Schiff. Wenn du so siehst, ja. Ja, das andere ist ja bloß ein Floß mit einem Ledersegel. Wenn du so siehst, ja. So, wir packen schon mal die Sachen schon mal hier alle mal rein. Und genau, machen wir hier zack, zack, zack. Machen wir schon mal den Zint. Machen wir schon mal erstmal die ganzen Kupfer erstmal alle rein. So. Das, was wir so brauchen. Ja. Und ich tue mal hier das rein, zack, zack, zack. Und ich würde jetzt erstmal die nächste Lieferung mit Dings anfangen, weiter mit Holz verbrennen. Weil Kohle brauchen wir relativ immer viel. So, hier. Bam, 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 bam. Ich glaube, bei den einen Werkbank brauchen wir, glaube ich, auch noch Dingsbums noch. Also was ganz anderes noch. So, fangen wir das auch noch rein. Hol ich mal die letzten Zintdinger. Und dann würde ich sagen, machen wir auch mal langsam mal Schluss. Kann man schon mal anfangen, schon bessere Rüstung schon mal uns zu craften und nur bessere Sachen schon mal.
So. Können wir schon mal langsam unsere Krebs-Sachen langsam in den Donner schmeißen und langsam mal unsere richtigen Sachen mal holen. Sehr gut, komplette Müll, was wir rumlaufen. Also wir haben schon mal den ersten Boss schon mal, das ist auch schon mal viel wert. Naja, was heißt Müll? Das ist immerhin eine Vollrüstung, ne? Das ist schon eine okay Rüstung, würde ich schon mal sagen. Also besser wie der Lumpen, den man vorher sonst hat. Ne, das ist richtig. das ist richtig. Aber wie gesagt, hier ist so viel Kupfer und sonst irgendwas. Mit Kupfer können wir uns hier tot schmeißen, ja. Also so viel Kupfer vorkommen ist niemand hier, hätte ich auch nicht so erwartet. Was willst du denn? Was? Ja, so ein Krautzwerg, wir wollten ein bisschen Stress. Oh, ich bin sogar auch gerade am aufmüpfigen Gnomen. Also wenn du bei mir auf den Kartentisch glotzt immer, siehst du eigentlich Grunde auch. Siehst du, was ich gesehen habe, wird bei dir auch angezeigt, aber immer so ein Schleier noch. Mhm. Deswegen. Also rein theoretisch müssen wir bei dir auch am Portal hinklatschen, dass wir im Prozess nicht rüber und nicht immer rüberlaufen. Dann kannst du einfach ein Portal nehmen und dann durch ein Portal mal latschen immer. Geht also schneller, viel schneller, wenn du am Laufen bist. No. So, dann haben wir auch schon. Ach, ein Skelett ist wieder gespawnt, okay. Da. So, letzten Zink geholt. Ich denke mal, das war's erstmal auch für heute. Ich werde ein bisschen nur etwas ressourcenmäßig noch was holen. Oh, Angriff! Unsere Basis wird, also meine Basis wird angegriffen. Brauchst du Hilfe? Ja. Noch ein Weg. Ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, wo die kommen, ja. Also erstmal gucken, ob bei mir auch vorbei angegriffen werden. Nein, nur bei mir. Okay. Ich weiß ja leider noch nicht mal wo. Ich bin auf dem Weg. Oh, was ist das hier? Ja, ich weiß. Wir sollen dich erstmal werden. Leute, wir sind da übers Wasser gekommen, what the fuck? Was? Auf den Waffen? Ja, aber hallo. Das ist nicht so schlimm, die kommen nach und nach immer. Also ich habe schon relativ schon die bisschen halbiert. Da. So, kannst du den Schaman erstmal platten? Ich kann ja ein bisschen hier blocken. Jo. Angriff beendet. Die sind echt übers Wasser gekommen. Krass. Lol. Die sind echt übers Wasser gekommen.
the fuck? Also die kommt relativ viel gerade. Wow, 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 wow. Haha, geblockt. Willst du denn jetzt noch? Wo kommst du denn jetzt noch her? Ich denke, er weiß, das ist für euch. Ja, scheiße, wenn du nicht zum Zug kommst, ne? Weil ich meinen Hammer immer zurückwirf. So, sind hier noch welche? Ja, hier ja, sind die Berserker. Aber. Ja, scheiße. Der war schneller. Ja, aber wir haben ja schon eine bessere. Dings schon am Säumen. Der wird schon besser. So. Hui, back to die. Eieiei. Alter, Link hier Sachen. Ist ja krank. Eieieiei. Oi. Oh, okay. Und so hier rein. Nein. So. Und das Rest hier holt's auch noch hier rein. So, ich werde was zurückgeben. So, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Aufnahme. Wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal auch. Haut rein. Tschüss.